Guten Morgen, Traderinnen und Trader. Wir haben heute ja, Donnerstag, der Tag nach den Ölbeständen und den Daten oder den Nachrichten von der OPEC. Deswegen schauen wir heute definitiv auf den Chart im Öl. Da sieht es nämlich wieder ziemlich bullisch aus seit gestern. Also, die Pumpen laufen sich wieder warm. Hier kommt das Szenario ins Spiel, was ich vor kurzem auch angekündigt hatte. Gleich dazu noch einmal mehr dazu. Heute in der Live-Besprechung ein Blick nach Großbritannien in den Fuzi 100 und bei den Währungen auf Austral-Dollar, japanischen Yen. Und wie immer natürlich sehr, sehr gerne den ein oder anderen Wunschmarkt. Ich mache gleich mal eben noch die Chats hier auf Zoom auf, dass ich da nichts verpasse. Ja, und sag erst mal moin moin und alle die live dabei sind, bitte direkt rein in die Chats, wenn Fragen sind, dafür sind sie da auf Facebook und auch auf Zoom und wer hier live dabei ist jetzt auf Facebook, gleich mal noch auf das Like Knöpfchen drücken, alle anderen, die es später schauen, das Video auch gerne. Bitte ein Like geben, damit die Welt erfährt, was wir hier machen, egal ob auf YouTube oder auf Facebook das Ganze angeschaut wird. Das freut mich immer sehr. So, bei Zoom hoffe ich auch, dass alles soweit in Ordnung ist. Da ist momentan relative Ruhe. Kleines Lebenszeichen wäre nett, dass Bild und Ton gut rüberkommen. Und wir machen weiter hier, wie immer, mit dem Blick aufs Risiko. Bitte den Risikohinweis hier in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann definitiv zu. Verlusten führen. Passt. Zoom läuft auch hervorragend. Dann können wir auf das konzentrieren, was wir gerne machen, nämlich Trading. Und dazu gehört ganz klar das Thema Nachrichten. News bewegen Kurse. Naja, gut, nicht die News. Am Ende ist es der Trader, der auf den Knopf drückt. Aber wir brauchen die News halt auch für die Planung in den kommenden stunden bekommen wir einige wichtige daten aus den usa heute vormittag haben wir oder heute vormittag sage ich schon heute früh um 8 uhr gab es die daten zum verbraucherpreisindex in deutschland prognose hat 0,5 prozent erwartet wurde auch getroffen von der seite her alles im Erwarteten Bereich auch ein leichter Rückgang äh, zum Vormonat. Aus den USA heute Nachmittag wichtige Daten zu den Einzelhandelsumsätzen um 14.30 Uhr. Dann gibt es auch noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir bekommen den New York Empire State Herstellungsindex und den Fed Herstellungsindex und vom FiliFed auch noch einen Einblick in die äh, Beschäftigung und das Ganze dann alles um 14.30 Uhr und um 15.15 .15 Uhr. Gibt es da noch die Industrieproduktion für den Monat März? Also wichtige, wichtige Informationen zur Wirtschaft aus den USA am Nachmittag. Das ist heute dominierend. Wir werden sehen, wie es ja weitergeht. Die Indizes fliegen ja nach oben. Gestern ein bisschen Korrekturtag. Morgen machen wir wieder. Die große, große Index-Schau, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir wissen, wie wir weiter planen können. Das wie schon gesagt, morgen. Morgen gibt es dann auch noch den Blick in äh, das Facebook aus den USA, der sehr, sehr wichtige Wirtschaftsbericht, wo auch die FED drauf schaut für die zukünftigen Entwicklungen und Planungen, was die wichtigen und richtigen Dinge sind, die die FED hier regelt. Da schauen wir morgen natürlich ganz genau hin, weil das Daten sind, die wir wissen sollten. Also, das Ganze machen wir morgen, heute wie schon gesagt, jetzt gleich mal der Blick in die entsprechenden Charts. Ich hatte es avisiert: Öl FUZI 100 Australdollar, japanischer Yen. Und natürlich sehr, sehr gerne auch äh, den ein oder anderen Wunschmarkt Und da sehe ich schon hier, Lüttger, äh, danke dafür. Austral-Dollar, US-Dollar auf Tagesbasis eine Schulterkopf-Schulterformation. Schauen wir uns an. Wir sehen hier gerade noch den Euro aus meinen letzten Zügen der Vorbereitung. Ähm, interessante Verortung. Wir hatten ja zwischendrin darüber gesprochen, dass sich hier äh, die Korrektur mittlerweile mit einem Trend nach oben entwickelt hat. Äh, und jetzt stehen wir hier oben an diesem ganz, ganz wichtigen Level. Und das ist nicht von schlechten Eltern, dieses Level da oben denn wir sind da oben weit weit in die Korrektur gelaufen und ich bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Fliegt hier der Deckel weg? Haben wir mal wieder ähm, den Versuch einer erneuten Trendwende? Ne? Der Markt kommt ja hier abwärts gerichtet. Also das, was hier oben passiert, ist schon echt hochinteressant, auch für die kurzfristigen Trader, wenn wir uns das mal in der Stunde anschauen wollen. Ich blende mal kurz den kleineren Zeitrahmen an. Schaut mal hier, der Trend nach oben ist da. Hier unten in dieser Region, die wir hier liegen haben. Das hier ist, Moment, jetzt habe ich wieder nicht getroffen. Das hier unten ist momentan leicht äh, der Supportbereich, den muss ich jetzt mal ganz kurz in grün machen und wenn wir da drunter fallen, dann haben wir nämlich ein kleines Umkehrsignal. Zunächst ein kleines aus der tiefen Korrektur raus, das wäre dann hier, wenn wir uns das mal höher anschauen wollen. Im größeren Kontext sozusagen aus dem Aufwärtsschub zur Oberseite hin die korrektive Phase. Äh, das wird sehr, sehr interessant, was hier, was hier oben passiert. Wie schon gesagt, hier haben wir das Level entsprechend liegen. Ich ziehe die Marke mal kurz hoch hier. Grob bitte nicht auf den Pip festlegen. Aber hier ungefähr die 19,70 sind was jetzt der Support ist. Prallen wir dort runter, könnte es kurzfristig durchaus erstmal wenigstens hier unten bis in die Bereiche reingehen, hier an dem Zwischentief grob, um die 19, 1, 19, 50, beziehungsweise dann hier das Ausbruchslevel zu testen, um die 19, ein bisschen äh, um den Schwungbereich, um die 30, 25, 30 rum. Das sind durchaus Anlaufpunkte zur Unterseite. Sollte das kommen, wäre das dann ein Umkehrsignal auf der Tagesbasis. Was wir daraus dann erwarten können, würde ich sagen, besprechen wir morgen. Ja? Ich habe das heute mit Absicht mal ähm, äh, sozusagen jetzt früh reingenommen, als, als, als sehr, sehr... Sehr, sehr frühe Möglichkeit, um mal zu schauen, was hier passiert. Ähm, da braucht es ein bisschen Ruhe ähm, und Gelassenheit als Trader, äh, damit wir uns hier auch auf ein mittelfristiges Szenario auch einstellen können äh, von der Seite her. Ich gehe mal davon aus, dass es so meine Erfahrung und auch die Erwartungshaltung, die ich jetzt habe, äh, dass wir durchaus morgen über den Euro noch mal im Detail sprechen werden. Wie schon gesagt, jetzt kurzfristig, weil wir gerade diese entscheidende Situation hier haben. Deswegen der erste Blick hier rein in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Also das dazu und damit schalte ich rum äh, sozusagen in den äh, Chart vom Öl. Zack, Moment, jetzt muss ich kurz scrollen hier zum Thema Öl. Muss ich ein bisschen rüber. Ähm, Öl, WTI. Wir hatten das vor ein paar Tagen äh, uns ja mal aufgrund einer, einer Anfrage hier in den Chats äh, genauer angeschaut, äh, den Ölpreis. Äh, und damit, damals war es so, dass wir hier in diesem Median irgendwo hingerutscht sind, median zwischen äh, dem Deckel hier oben und dem Boden da unten. Und da habe ich halt gesagt, na, ah, das ist alles ein bisschen tricky momentan. Äh, charttechnisch sieht der Markt angeschlagen aus, aber fundamental hatte ich auch gesagt, äh, dass ich, ich eher davon ausgehe, äh, dass. Die wirtschaftliche Erholung dafür sorgen wird, dass zumindest äh, kurzfristig die Nachfrage nach Öl erstmal wieder steigt. Äh, als, als, als sage ich mal, Damoklesschwert äh, für eine Erholung hatten wir immer noch das Thema der Förderkürzungen, die im April auf, auf, auslaufen sollten. Ähm, das war das Negative, äh, wenn die tatsächlich äh, sozusagen auslaufen und, äh, oder ausgelaufen wären, was sie ja jetzt wahrscheinlich auch tun oder was sie auch tun, äh, macht ja keinen Sinn, den Markt jetzt äh, künstlich äh, zu verknappen. Dann äh, hat man sozusagen die Situation fallende Nachfrage und die, 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 die Aufhebung der Drosselung. Das wäre dann ein Überangebot gewesen. Aber dass das so ist, äh, steht oder dass das nicht so ist, steht außer Frage. Wir sehen das auch an den Zahlen von Rohöl-Lagerbestände. Die sind wieder kräftig äh, gesunken im Vergleich zur Vorwoche. Lag auch deutlich ähm, unter den oder über den Erwartungen. Also der Rückgang lag deutlich über den Erwartungen der Analysten. Äh, und das ist das Thema, was wir hier im Chart auch sehen. Der Markt geht nach oben ran, testet. Oben raus. Das heißt, hier trifft genau das Szenario, ähm, was ich auch gesagt hatte, dieses wirtschaftliche Verständnis, diese wirtschaftliche Erholung. Es wird dazu kommen, dass wir zunächst erstmal. Den Markt äh, zur Oberseite laufen sehen aus fundamentaler Sicht, weil die Ölnachfrage steigen wird. Die ganzen Förderprogramme für die grüne Zukunft laufen über die nächsten Jahre oder man kann fast sagen die nächsten Jahrzehnte und das wird sich natürlich nicht sofort auf den Ölverbrauch auf unserer Welt auswirken. Das wird Stück für Stück gehen und bis dahin braucht die Welt den Schmierstoff weiter und eine wirtschaftliche Erholung braucht das Öl ähm, für alle möglichen Dinge. Das heißt, die Industrie braucht das Ganze, aber auch im privaten Bereich die. Die Leute werden wieder mehr reisen. Das sind alles Dinge, die sozusagen auch definitiv auf den Kraftstoffverbrauch beispielsweise wirken. Und das wird sich dann auf den Ölpreis auch auswirken, weil die Nachfrage einfach steigt. Und damit haben wir ein ganz normales wirtschaftliches Gefüge. So wie es jetzt ausschaut hier mit Blick auf den Tageschart vom Öl, haben wir eine sogenannte. W-förmige Erholung. Wir haben hier unten die Bodenbildungsphase um die 57,20. Und jetzt wird es halt interessant, was hier oben passiert. Ich mache das mal ganz kurz ein bisschen größer, dass wir das besser erkennen können. Und dann lösche ich mal schnell noch die Zahlen hier raus. Die brauchen wir erst in der kleineren Zeiteinheit, denn äh, wir sehen es: der Markt ist gestern mit wirklich Schmackes oben drüber gelaufen über die 62,20. Das war das Zwischenhoch. Das habe ich im Blogbeitrag auch erwähnt. Äh, jetzt stehen wir hier, standen wir gestern im Tageshoch und heute im Tageshoch auch deutlich über der Marke von 62 Dollar. Das heißt, das ist schon mal äh, der Ausbruch, der hier in der Kurzfristigkeit nachhaltig gewesen ist. Jetzt stehen wir hier oben an diesem Drei-Level, als der Markt aus der Aufwärtsphase rauskam und den Abwärtstrend gebildet hat. Das gilt es jetzt als richtungsweisende Marke zu sehen. Das heißt, fliegen wir oben drüber, haben wir mit Blick auf den Tageschart oben die 66, 83, äh, 38 als Anlaufpunkt. Das ist das kleine Zwischenhoch. Und das Tages- bzw. Jahreshoch, also das Tageskerzenhoch hier oben, ist auch das Jahreshoch äh, bei 67,93 US-Dollar. Das ist das, was wir aus charttechnischer Sicht auf Tagesbasis auf der Oberseite haben. Das ist sozusagen jetzt. Der Weg nach oben hin. Was für die kurzfristigen Trader allerdings interessant ist, das ist etwas, das bringe ich hier auch immer wieder rein. Da fragt der ein oder andere hintendran auch immer mal, wieso, wie, wieso denn noch das kurzfristige? Ähm, ganz einfach, weil wir zwar das Potenzial nach oben auf der Langfristigkeit definitiv haben, aber die kurzfristigen Trader sollten sich halt an exponierten Stellen immer mal auch ein bisschen auf die Lauer legen. Denn zum einen, wer hier nach oben hin nicht dabei gewesen ist, der hat ja nichts dran verdient. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich habe auch eine langfristige. Long-Position in meinem Portfolio liegen im Öl. Ähm, von der Seite her ähm, ist das halt eher das große Bild, was ich dort trade. Der kleinere, kürzere Ansatz ist halt einfach zu schauen, was passiert jetzt hier oben an diesem Widerstandsbereich. Fliegen wir oben drüber, kommt direkt das Szenario rein hier oben rauf auf den nächsten Anlaufpunkt aus diesem Abwärtstrend oben raus, die 66,38. Prallen wir allerdings ab, dann äh, kommt das äh, Bild ins, in, in, in Frage, was ich hier an dieser Stelle habe. Da gehen wir mal ganz kurz in den Stundenchart rein, denn da müssen wir tatsächlich auch hinschauen. Wir haben hier den Trend nach oben laufen. Ich skizziere den jetzt einfach gleich mal kurz noch mit dem Zeichentool. Ähm, und das ist der, der für uns jetzt wichtig ist an dieser Stelle. Das heißt, hier haben wir schön den Aufwärtstrend am Laufen. Schaut mal, hier gab es zuerst einen dynamischen Aufschwung. Dann äh, den, den Abwärtsrutsch und jetzt haben wir hier, äh, wenn, wir das mal, wenn wir das mal näher sehen wollen, hier die Tiefs, die sind wichtig und da sehen wir bei den Tiefs, die steigen an und hier auch dynamisch nach oben angestiegen ähm, und das ist halt jetzt ganz klassisch dafür ein Indiz, dass der Markt nach oben steigt. Ne? Da trendet also hier oben rein. Hier haben wir das Tief, hier haben wir das Hoch, hier haben wir das Tief. Hier geht es dann schön zur Oberseite hin. Jetzt haben wir die korrektive Phase. Kommt es hier zur Trendfortsetzung, wäre das dann ganz klassisch das Long-Signal. Aber sollten wir tatsächlich hier unten drunter fallen, unter dieses Level hier, äh, ohne hier ein neues Hoch zu machen, dann hätten wir ganz klar hier einen kleinen Abwärtstrend und der. Abwärtstrend, der dann da ist, der hat zunächst erstmal die Anlaufpunkte zur Unterseite hin. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich unter äh, das Tief hier unten fallen, unter die 62-65 grob durchfallen, äh, dann sieht es so aus, dass der Markt unten runter reinläuft. Kurzfristige Anlaufpunkte wären dann zunächst natürlich erstmal hier äh, die ehemaligen Widerstände hier oben um die 6220 bzw. hier die 6160, wo wir raufgelaufen sind. Das ist ja ein Bereich oder das sind zwei Bereiche, wo wirklich richtig Kaufdynamisken. In den Markt gekommen sind. Das ist durchaus etwas mit Gegenwehr, sollte das allerdings nicht halten und der Markt doch in die tiefere Korrektur reingehen. Äh, dann haben wir ganz klar als Anlaufpunkte die tieferen äh, Zwischen- äh, oder die tieferen Kauflevel und schaut mal hier, das wären dann wirklich diese Markenausbruch aus dieser aus dieser Phase hier, Nummer 1, Nummer 2, dann die entsprechenden Zwischentiefs, die wir in den Charts auch sehen. Äh, hier genannt die Marken um die äh, 59, 45, hier die 58, 70 und hier unten die. 58,08 und dann haben wir schon das Zwischentief dort unten. Also, das ist das, was jetzt eine tiefe Korrektur dieser blau markierten Aufwärtsbewegung wäre. Äh, das ist das, was wir auf der Uhr haben. Und weil wir nie wissen, was kommt, sollte man das tatsächlich auch auf der Uhr haben. Ich persönlich gehe allerdings nicht davon aus, dass der Markt nach so guten Nachrichten äh, seitens der Ölseite jetzt in sich zusammenklappt und kollabiert. Aber you never know. Und deswegen muss man vorbereitet sein. Und die kurzfristigen Trader können sowas dann tatsächlich als Geschenk nehmen, an dieser Stelle einfach mal die Stückchen weit die Umkehr zu traden. Das zum WTI entsprechend, dann schauen wir mal noch auf den äh, Fuzi 100 und dann kommen wir zu den Währungen. Warum Fuzi 100? Wir haben ja äh, in den äh, letzten Tagen immer mal auch Meldungen aus Großbritannien bekommen, auch zum Thema Außenhandel, äh, wo der Handel mit der EU auch ziemlich stark leidet unter dem Thema Brexit. Also das ist alles, alles, alles äh, andere als schön. Aber und jetzt das Aber, das ist halt ein Punkt, warum ich auch sage: Leute, wir sind hier in einer total genialen Situation, was den Index angeht, also wer die wirtschaftliche Lage anschaut, nach den Nachrichten, der wird sich sagen: Oh Gott, das ist ja alles so schlecht, die Kurse müssen fallen und so weiter und so fort. Pustekuchen, Leute, guckt euch das mal an. Wir haben hier einen Hammer-Aufwärtstrend und nicht nur einen, sondern mehrere gleich. Ne? Also, wenn wir uns das mal anschauen wollen, wir haben es im ganz, ganz großen Bild, dass der Markt nach oben trendet. Und wir haben sogar hier untergeordnet, einen Trend auf Tagesbasis. Und der macht gerade eins meiner Lieblingssignale überhaupt. Schaut euch das mal an. Der ist hier oben rangelaufen ans Jahreshoch. Ist es das Jahreshoch? Ne, das war das Vorjahreshoch. Ähm, hat dort kurz kontrahiert, aber nur ganz flach und bereitet sich jetzt auf den Ausbruch vor. Ey, das ist Hammer. Das ist total genial, weil wir daran genau sehen können, dass der Markt hier oben innehält kurz und weil kein Abgabedruck herrscht und das ist ein bullisches Zeichen ja und das heißt wir sind hier gut und gerne in der Lage, aus so einer riesengroßen Konsolidierung auszubrechen. Schaut euch das mal an, was wir hier haben. Wir haben hier oben ein Dreieck und zwar auf einem richtig großen Niveau hier, Leute. Ne? Und das zeigt uns, der Markt läuft jetzt nicht erst seit zwei Tagen hoch, sondern seit Monaten haben wir hier steigende Hochs und steigende Tiefs. Und jetzt bekommen, äh, seit Wochen, so. Naja, gut, man kann auch sagen, seit Monaten ist ja vom Jahresanfang. Wir haben ja schon April, die Zeit verrennt wieder. Aber ähm, das ist einfach äh, genial, das Ganze hier zu sehen äh, in, den, in den Zeiteinheiten, auch wenn man das mal haben möchte. Hier sehen wir es 1, 2, 3 Monate hoch und jetzt ist der Markt gerade dabei, entsprechend aufzubrechen. Also egal, in welcher Zeiteinheit man sich das Ganze anschaut, hier auf Wochenbasis auch. Aufwärtstrend ist da, Korrektur im Dreieck. Schaut euch das mal an. Der Markt will einfach hoch, das zeigt er uns. Eins wird jetzt wichtig hier an dieser Stelle, wenn ich das ein bisschen zusammenraffe, sehen wir das an dieser Stelle auch ganz gut. Wir haben hier noch ein größeres Wendelevel. Also dieser Bereich, den wir hier oben liegen haben oder hier drinnen liegen haben, hier, äh, den ich hier eingezeichnet habe, das war der ehemalige Support. Das ist die Marke grob um die 7000 Punkte rum. Ähm, das muss natürlich noch wegfliegen. Aber wenn das der Markt tatsächlich schafft, dann ist der Weg nach oben frei. Und dann kann man das als Swing Trader, und ich sage jetzt mit Absicht mal, ähm, macht euch die Arbeit leicht, easy peasy. Guckt euch sowas an. Es ist total simpel, das Ganze zu traden, egal ob im DAX oder im australischen Index. Ich will euch das mal kurz zeigen im australischen Aktienindex. Ähm, ähnliche Situation hier unten. Ja, das schön aus der Konsolidierung rausgekommen hier unten, zack nach oben geflogen. Hier. Die Seitwärtsphase, die lang andauernde Seitwärtsphase, die wir hier gehabt haben, da ist der Markt jetzt oben ausgebrochen, schön. Und schaut mal, wie entspannt der Markt hier hochläuft. Ne? Und wir haben unten, ich glaube, ich das letzte Mal darüber gesprochen, bei 6400 Punkten oder 6800 Punkten, äh, 600 Punkten. Das ist, der Markt läuft nach oben. Das kann man mega entspannt traden, einfach laufen lassen. Und der Markt ist jetzt hier oben am Allzeithoch kurz drunter. Und das sind dann laut, äh, laut unserer letzten äh, Besprechung, die wir haben, mal 9 oder 10 Prozent ähm, gewesen. Das ist doch Irrsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist total einfach. Und ich kann dazu nur sagen, hinschauen, morgens hier reinschalten. Es ist so simpel. Ja. Ich habe gestern einen Kontoauszug gesehen äh, vom Konto meiner Frau, äh, vom Tagesgeldkonto, Thema Zinsen. Yep, 18 Cent Zinsen sind gekommen. <laughs> da liegen nicht nur 5 Euro drauf. Und hier haben wir 10%. Das ist einfach, Leute, nehmt euch sowas an, schaut morgens in die Sendung rein. Das macht Sinn, das Ganze zu beleuchten. Und das ist halt nicht immer was für kurzfristige Trader, sondern auch für die mittelfristigen Swings hervorragend geeignet. Und deswegen heute hier der Blick auch in den Markt in Großbritannien. Wir haben hier bei Tickmill viele Indizes auch am laufen und deswegen können wir hier ein schönes Potpourri machen. Also Fragen dazu auch immer wieder gern. Und wie schon gesagt, nehmt euch dem an, man kann da echt richtig gutes Geld verdienen, ohne hier wie ein day den ganzen Tag stundenlang am PC zu sitzen, braucht man nicht. Geht auch anders. Und das Ganze besprechen wir hier auch immer wieder morgens. Das ist allerdings wirklich ein mittelfristiges Setup, auch hier bei uns im UK 100, das Ganze zur Oberseite hin zu sehen. Wie ich schon gesagt, wenn der Ausbruch hier oben nachhaltig drüber kommt, ist der Weg frei. Und auch hier, wenn wir jetzt um die 7000 Punkte stehen, da ist mal bis zum Hoch bei 7700 Punkte der nächste 10% Kandidat, den wir zur Oberseite haben. Das wären dann die nächsten 10%, die, wenn der Markt schön läuft, abgefrühstückt werden kann. Die Chancen sind da und das Ganze, man muss es einfach nur sozusagen einsammeln und entsprechend in die Strategien auch einbauen. Also schaut hier rein, wir besprechen es übrigens für die kurzfristigen Trader. Gleiches Bild, was wir hier an dieser Stelle haben, sollte es hier zum Abbruch nach, von, oder zunächst zum Abrall kommen, ähm, dann haben wir hier als Anlaufpunkt erstmal so ein Stückchen was die Unterseite, also da kann man sich hier unten dann sozusagen ranlegen. Wenn wir hier unter Zwischentief fallen sollten, äh, wäre natürlich das erstmal eher äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier unten tiefer reinlaufen. Ähm, da muss man schauen, was kommt, aber wie schon gesagt, langfristig ist der Markt hier eher nach oben gerichtet. Wir haben dieses Konsolidierungsmuster da, das ist verortet, dieses ansteigende Dreieck in einem Aufwärtstrend und daher eher bullisch als bärisch zu sehen. Das ist der Blick in den Fuzi 100. Und damit schauen wir auf die Währungen Australdollar, japanischer Yen. Habe ich hier zunächst auf der Uhr. Und äh, die Frage noch im Australdollar, US-Dollar. Das schauen wir uns da entsprechend auch mit an. So, jetzt haben wir hier äh, das Währungspaar Australdollar-Japanischer Yen. Was macht's interessant für mich? Wartet mal, ich räume mal kurz den Chart hier ein bisschen auf. Äh, Steuerung B drücken. Und dann lösche ich das alles hier einfach mal raus hier alles weg, den Chart schön sauber machen. Was wir jetzt hier an dieser Stelle uns anschauen wollen, ist einfach mal äh, der Blick ins große Bild. Ich gehe mal ganz kurz auf die Woche und auf der Woche sehen wir eins: Schaut mal hier oben, der Markt ähm, ist hier über wichtige Widerstandslevel drüber gelaufen und dann erstmal in den Abverkauf gegangen. Jetzt haben wir hier dieses Level um die 84, was haben wir hier oben? Ich sage mal ganz grob 84,20 oben rum. Ähm, dieses Level ist definitiv Widerstand aber er hat die chance zur unterstützung zu mutieren und wir sehen es ja hier so richtig will sich der markt von diesem level nicht lösen. was haben wir jetzt an chance ganz klar? Den Aufwärtstrend hier vorzusetzen. Wir haben die Korrektur gesehen und dann den Aufwärtstrend. Moment, ich skizziere es mal ganz kurz auch hier mit dem Zeichentool. Und das ist die große Chance, die wir hier oben auf der Long-Seite haben. Das heißt, der Aufwärtstrend ist intakt. Ne? Der kam ja schön von hier unten, hat sich schön nach oben auch raufgeschlängelt, ist hier oben reingelaufen. Hier gab es untergeordnet dann sogar noch schön. Den weiteren Trend, das ist das, was wir auch sehr, sehr schön auf der Tagesbasis sehen hier. Und jetzt kommt hier die Umkehr: die Umkehr der Nachfrage im großen Bild. Wir haben jetzt gerade hier den Wochenchart. Schafft es der Tageschart, die Long-Richtung wieder einzuschlagen, dann sind wir definitiv nach oben hin gut positioniert, gut situiert. Erstes Ziel zur Oberseite hin wäre mal das Zwischenhoch, was wir oben drinnen liegen haben. Hier grob um die Marke von 85, naja, 45, 47, was war denn das Top da oben? Das Hoch. War bei äh, 85 447. Ne? Also das Ganze hier bei knapp 45. Das ist erstmal der erste Anlaufpunkt. Und wenn der Trend sich entsprechend fortsetzt, dann sind die nächsten Anlaufpunkte auch gar nicht so weit weg? Hier oben, schaut mal, da oben in dem Bereich um die 89 ist mal das nächste Zwischenziel und da ist ordentlich Luft drinnen ohne große Widerstände. Das könnte sich durchaus lohnen. Das geben wir jetzt mal im Tageschart noch an. Und im Tageschart sehen wir es auch. Schaut mal hier unten. Wir haben leicht steigende Tiefs hier unten und auch hier wieder der Markt verharrt gerade in diesem Drehbereich oben um die 84 15 84 20 rum. Wenn der Markt das schafft dort drüber zu laufen, wäre das tatsächlich das erste oder das nächste Signal, dass er hoch will, weil dann haben wir hier einen kleinen Aufwärtstrend und der hat dann tatsächlich die Chance drüber zu laufen, über das Zwischenhoch und dann den Weg nach oben anzugehen hochinteressant für die Longseite hier der Blick in Australdollar japanisches Yen. Jetzt schauen wir auf Australdollar US-Dollar und dann kriegen wir noch eine zweite Frage rein und zwar US-Dollar japanischer Yen. Auch das machen wir gleich. Zunächst erstmal äh, die Frage nach der Schulterkopf Schulterformation im Währungspaar Australdollar US-Dollar hier das ganze mitzusehen. Moment, jetzt mache ich das mal klein hier. Australdollar US-Dollar haben wir, das ist der Cann-Dollar. So, wo ist der Australdollar, US-Dollar? Hier, da ist er. Läuft. Also, passt auf. Äh, auf Tagesbasis ähm, sehe ich hier äh, keine Schulterkopf-Schulterformation. Äh, nein, ist das eine SKS? Doch so rum, andersrum. <laughs> Jetzt hatte ich den, den, den Rückwärtsgang sozusagen drinnen. Also, Ludger, äh, wir haben hier auf Tagesbasis tatsächlich eine SKS. Die hatten wir vor ein paar Tagen oder vor zwei Wochen glaube ich besprochen. Da hatte ich das Shorthandel-Setup eingestellt, aber mit der Prämisse, dass wir unten hier doch ein ziemlich fettes Support-Level haben. Gerade wenn wir sich das mal im längerfristigen Chart auch anschaut, hier unten dieses Tief. Moment, da muss ich mal ein bisschen kleiner reingehen. Das kam von hier drüben dieses Level. Wartet mal, ich ziehe das mal kurz rüber. Da oben. Na, jetzt aber. Schaut mal hier. Ähm, der Bereich, äh, in dem wir hier unten in die Tiefs reingelaufen sind, ähm, ist schon ein Bereich, auch in der Vergangenheit, der hat ziemlich viel Marktbeachtung gefunden. Ähm, das ist halt der Grund, äh, warum das, äh, die SKS so schwierig momentan zum Traden ist. Sie ist da. Das Handelssetup ist definitiv auch äh, vorhanden intakt, aber es ist nicht mehr sauber. Ein sauberer Ausbruch zur Unterseite wäre halt mit diesem Schub hier nach unten gekommen äh, und dann direkt unten drunter gelaufen. Stattdessen. Ähm, tingelt der Markt jetzt hier unten an äh, der Nackenlinie rum? Also, man sieht die SKS schön, wenn man sich den Wochenchart mal anschaut. Ähm, tingelt der Markt unten rum, will aber, sage ich mal, momentan eher zur Oberseite hin als zur Unterseite. Das heißt, das sieht mir eher danach aus, dass das ein Fake ist, denn äh, wir sehen hier auf der Tagesbasis auch schon wieder einen Aufwärtstrend am Laufen. Und das ist nicht unbedingt das, was man aus einer schönen Schulterkopf-Schulterkopf-Formation ähm, rausziehen möchte. Aber you never know, wenn man das mal so sieht. Der Markt hat natürlich immer noch die Unterseite auf der Uhr, aber ähm, es sieht momentan eher danach aus, äh, dass der Australdollar äh, wieder stärker wird, beziehungsweise der US-Dollar ist ja momentan eher am Schwächeln. Das sehen wir relativ gut, wenn wir uns mal eben den US-Dollar Future anschauen wollen oder auch gerne den Directional Index. Ich mache mal ganz kurz hier den Future entsprechend auf. Moment, Futures haben wir da. Die Kryptos. Ähm, da sehen wir hier an dieser Stelle den US-Dollar und äh, der US-Dollar kommt halt momentan ziemlich stark runter in seiner Korrektur. Ne? Also der Aufwärtstrend, äh, der ist ganz klar weiter intakt. Wir haben hier unten unter der Marke oder um die Marke von 91, was haben wir hier unten die los gehabt, von 91 um die 30 rum haben wir Support-Level- wenn er das bricht, ja, dann sieht es erstmal so aus, dass es wieder deutlich runter geht. Und das ist halt die Schwäche, die wir hier momentan sehen. Ja, dadurch, dass die Zinsen in den USA den Druck ein bisschen rausnehmen, äh, hier an dieser Stelle, wir sehen es, ähm, der Markt läuft hier wieder ein bisschen hoch, die Renditen hier, die Kurse ähm, in den 10-Jährigen steigen wieder leicht an, beziehungsweise halten sich momentan auf einem relativ hohen Niveau. Äh, das sorgt natürlich dafür, dass da ein bisschen Luft rausgeht. Ähm, deswegen äh, der Druck hier sozusagen ähm, aus dem Kessel geht. Vom US-Dollar, der wird schwächer äh, und deswegen steigt der Austral-Dollar, US-Dollar entsprechend an. Ähm, und das ist jetzt halt die große Frage, wie es hier weitergeht. Wir sind über das Widerstandslevel hier bei äh, 0,77 drüber gelaufen, auch das ein bullisches Zeichen und wir sind halt jetzt wirklich, wenn wir uns den kleineren Verlauf mal anschauen hier, wir haben den Aufwärtstrend da. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, kurzen Augenblick bitte. <laughs> Wir haben den Aufwärtstrend definitiv da und der hat natürlich die Chance, sich nach oben weiter zu entwickeln. Und da sehen wir hier in diesem Chart als nächstes Mal das Widerstandslevel oben um die 78 knapp 50 liegen. Also hier kann einiges kommen. Zur Oberseite hin, die SKS, ich sage mal, mal so, wenn mich jetzt jemand fragt, ob die SKS noch intakt ist, sage ich ganz klar nein. Die ist nicht intakt. Wenn mich allerdings jemand fragt, ob wir hier eine Chance haben, wieder nach unten zu laufen, ähm, dann sage ich ganz klar ja. Denn wenn wir uns das im größeren Kontext mal anschauen wollen, ist das Verhalten, was wir hier momentan in, dieser, in diesem Wert sehen, kein ungewöhnliches. Denn äh, hier im übergeordneten Bild, schaut mal. Das war der erste größere Schub nach unten. Dann gab es die Korrektur oben rein. Dann haben wir hier die Bewegung zur Unterseite hin. Und jetzt sehen wir die Korrektur, die sich durchaus bis hier oben hin eindehnen kann. Ja, das ist alles überhaupt kein Problem. Was wir hier auch gesehen haben, ist, dass in den dicken Bewegungsarmen, die ich gerade gezeigt habe, der Australdollar einen Trend nach unten gemacht hat, einen korrektiven Trend nach oben, einen, Korrektiv äh, einen Bewegungstrend nach unten und jetzt haben wir wieder den Bewegungstrend. Den Korrekturtrend auf Tagesbasis nach oben laufen. Das heißt, die SKS ist zwar raus aus meinen Augen, aber der Trend, den wir hier haben, der ist intakt. Heißt also, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Markt hier einfach ein Stück weit trendig hochläuft, hier in die Korrektur und dann wieder rumdreht und wir die alten tieferen Levels anlaufen. Das ist definitiv etwas, das steht hier weiterhin im Raum. Dieses Szenario, was ich hier gerade versucht habe so zu skizzieren, wird erst dann rausgenommen, wenn wir tatsächlich hier nachhaltig über die 78,078,50 drüber laufen. Dann muss man den Markt komplett neu bewerten. Ansonsten sehen wir jetzt hier halt einen Aufwärtstrend. Für die Kurzfristtrader ist der Aufwärtstrend richtungsführend. Und da spielt das Thema SKS jetzt an dieser Stelle überhaupt keine Rolle mehr. Also das Ganze hier. Mit Blick in den Australdollar, US-Dollar. Dann gehen wir jetzt mal zum Yen, also Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Haben wir hier das Ganze zunächst erstmal äh, im 4-Stunden-Chart. Da sehen wir, den Markt schiebt es innerhalb der Korrektur weiter nach unten. Ich hatte hier bei der letzten Besprechung ja ganz grob mal den. den sage ich mal, äh, Verlauf nach unten hin hier gekennzeichnet. Ähm, das ist jetzt kein sauberer Trendkanal, ne? sondern wir hatten hier den Ausbruch, aber dann gleich wieder rein. Aber wir sehen es, der korrektive Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Ähm, und auf der Unterseite ist, steht jetzt zunächst erstmal ähm, der Fortlauf dieser korrektiven Phase in Richtung dieses Auffangbereichs hier um die 148 definitiv zur Debatte. Heißt also hier, der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Der ist hier sehr dynamisch nach oben gelaufen, wird jetzt auch sehr, sehr scharf korrigiert zur Unterseite. Und wie schon gesagt, das Potenzial zur Unterseite ist definitiv vorhanden bis unten rein um die 148. So weit kann sich die Korrektur ausdehnen. Sollten wir hier auf der 4-Stunden-Basis wieder nach oben laufen, einen Aufwärtstrend machen und über die Oberseite rauflaufen, dann wäre das ein Wechselsignal. Die Umkehr der Nachfrage sozusagen und dann die Chance auf eine Trendfortsetzung. Also ich würde mich jetzt hier unten mal so ein bisschen auf die Lauer legen, was der Markt so macht. Vielleicht kann man hier tatsächlich, ähm, sage ich mal, ein Abstauberlimit in den Markt reinlaufen und dann zur Oberseite reingehen, um das Ganze schön laufen zu lassen. Wer das Ganze mal kurz skizziert haben möchte, ich mache das mal aus jetziger Sicht, wo gemerkt, es ist noch keine Signallage da. Ich möchte aber mal kurz visualisieren, wie so eine Signallage ausschaut, dass wir hier sozusagen im kleinsten, das wäre wirklich das aller, allererste Signal, dass wir hier einen Aufwärtstrend bekommen. Ne? Und das wäre die erste Chance, die wir bekommen. Das wäre der jüngste Aufwärtstrend, den wir hier haben. Der ist dann allerdings Bestandteil. Dieser größeren Abwärtsphase hier die letzte Bewegung hat man korrigiert hier oben rein. Und jetzt haben wir hier die jüngste Bewegung laufen und dann haben wir hier sozusagen den kleinsten Bewegungstrend, der hier nach unten reingeht. Und da müssen wir halt wissen, sollte sich jetzt hier tatsächlich ein Aufwärtstrend bilden, ist das erstmal nur die Korrektur der letzten Bewegung. Und da haben wir hier oben auch ein paar schöne Anlaufziele. Die liegen schön im Chart drinnen. Aber wenn aus dieser aus diesem hauchzarten Pflänzchen ein wirklicher bullischer Schub wieder wird, dann haben wir halt die Chancen, aus diesem kleinen dann entsprechend was Größeres zu machen und im großen Stile dann die Umkehr der Nachfrage zu machen. Also, da kann man sich durchaus jetzt schon mal auf die Lauer legen. Das hat den Charme, dass die Positionen gar nicht so groß sein müssen, aber wie ich schon gesagt, bevor wir hier nicht in einen kleinsten Aufwärtstrend übergehen, haben wir nicht mal dieses Pflänzchen, dann haben wir den Samen quasi noch in der Tüte, dass sich möglicherweise was ergeben kann, aber die Kleingärtner wissen, dass man sät Erst aus, wenn es warm genug ist, und hier sieht es momentan weiter nach sinkenden Temperaturen aus, ähm, und deswegen lassen wir das mal besser noch. Aber bitte hier im Kurzfristbereich auf die Lauer legen und dann was draus machen. Das ist immer sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant. Also hier der Blick in US-Dollar, japanischer Yen. Ich hoffe, das passt soweit. Und dann haben wir noch eine Frage zum Nasdaq. Jawohl, der Nasdaq back on track. Ich liebe das Teil, Leute. Es ist immer wieder schön zu sehen, was da abgeht. Wow, wow, wow. Einiges los bei den Indizes. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass der Markt ein bisschen wartet. Auf die Zahlen, die kommen. Wir haben ja jetzt die Banken auch, die hier richtungsführend vorgeben. Die Ausblicke werden jetzt in den nächsten Wochen sehr, sehr wichtig werden. Wir sehen es hier: der Nasdaq schön von unten hochgekommen. Neues Allzeithoch geschrieben, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe. Genau hier auf der Wochenbasis hier. Gestern, nein, vorgestern haben wir ein neues Allzeithoch geschrieben. Und das ganze Thema hier: gestern ein Rutsch nach unten. Der Abverkauf, das heißt, der Markt hält sich jetzt hier auf einem relativ hohen Niveau. Ähm, hat gestern nochmal ein Hoch geschrieben, dass er dann komplett abverkauft hat. Das ist eher ein bärisches Zeichen. Ähm, gestern für den Intraday-Handel ganz klar zu sehen. Hier ging es mal kräftig zur Unterseite hin, aber ähm, der Aufwärtstrend ist trotzdem weiter intakt, wenn wir das hier mal so sehen. Und äh, wir sehen es auch hier. Der Markt hat sich wieder in einem sehr, sehr relevanten Level gefangen. Nämlich schaut mal hier. Dieses Level, was wir hier drüben haben, wo der Markt so lange konsolidiert hat, seitwärts bevor er tatsächlich nach oben aufgebrochen hat, das hat den Markt jetzt kurzfristig wieder aufgefangen. Ähm, und das ist ein Zeichen dafür, dass der Markt hier relativ solide ist, solange. Wie wir das auch weiter behalten, ja, dass wir hier in dieser Zone die Käufer nachhaltig haben, ist alles gut. Brechen wir allerdings hier unten unter die Marke von 13.780 nachhaltig drunter, dann sieht es eher für die Shortrichtung aus. Das heißt, dann hätten wir genau dieses Bild hier, den Schub nach unten, eine Korrektur nach oben und dann den Weg nach unten. Das wäre dann, so sieht eine. Eine, eine Korrektur aus, die durchaus startet. Äh, und das ist dann der Weg, dass wir eher uns zur Unterseite orientieren sollten. Die Anlaufmarker, äh, die wir hier dann wieder planen können, auch das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz äh, skizzieren. Hier bitte schön, wie gemerkt, bitte nehmt, nagelt mich nicht fest äh, auf die untersten Punkte. Ähm, ich bin ein Freund von Keep It Simple, äh, deswegen äh, da kann jeder selber hingucken, äh, wo, wo der Kuss hier unten ist. Aber äh, wenn man es mal so sieht, hier unten, da haben wir grob die Marke von äh, hier unten wartet moment das haben wir hier also das Tief, wenn wir das mal einfach gerade rüberziehen hier, da haben wir irgendwo ähm, 13.650 Punkte oder sowas rum. Ähm, das nächste Level haben wir dann hier unten, ähm, ein ganzes Stückchen tiefer, aber das ist ein schönes Zwischentief hier, irgendwo um die Marke von 13.530 rum müsste das irgendwo hier unten sein. Das sind wirklich die markanten Level aus dem Trend, der hier nach oben gelaufen ist. Und das sind dann Anlaufpunkte, wenn wir hier tatsächlich in eine Korrektur reinlaufen, dass wir das haben. Aber wie schon gesagt... Momentan sieht das überhaupt nicht so aus. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend. Den sehen wir auch schön hier auf der höheren Basis. Ne? Das ist sozusagen der laufende Bewegungsarm. Schön zur Oberseite hin. Und im kleineren Bild sehen wir es halt jetzt auch. Hier ging es zwar ein bisschen nach unten, aber der Markt fängt jetzt an, wieder schön zur Oberseite reinzustreben. Und das ist ja genau das, äh, was wir sehen wollen. Hier der Markt geht schön zur Oberseite rein, kommt aus der Korrektur jetzt mit einem kleinen Trend oben raus. Und wenn wir uns das kurz mal in den 15 Minuten anschauen wollen, Schaut mal hier, das war der Rutsch nach unten. Auch der trendförmige Rutsch, der ist hier unten reingelaufen. Im trendförmigen Rutsch zur Unterseite war hier oben in diesem Level der Widerstandsbereich. Da sehen wir, sind wir auch rangelaufen, immer wieder abgeprallt, aber der Markt hat sich davon überhaupt nicht beirren lassen. Jetzt haben wir hier einen Aufwärtstrend am Laufen. Das heißt, hier, schaut es euch an, das Ganze hier. Bewegung nach oben, Korrektur nach unten. Jetzt die nächste Bewegung hoch. Das ist genau das, so sieht ein Aufwärtstrend aus in den 15 Minuten und der hat die Chancen sich fortzusetzen. Nächster Anlauflevel, wenn es weitergeht hier Oben der Verkaufsbereich um die 13.925 und dann haben wir schon wieder den Weg zum Allzeithoch hin frei. Möglicherweise gibt es hier in diesem, sage ich mal, runden Boden, was dann hier im Verkaufsbereich gewesen ist, um die Marke von 13.970 ein bisschen gegen wir. Aber wie schon gesagt, momentan schaut das Ganze recht interessant aus für die Longseite. Also der Markt ist weiterhin stark, die Wirtschaft erholt sich gut. Die wirtschaftlichen Rahmendaten äh, sind auch interessant und ich denke mal, wenn wir heute Nachmittag gute Daten aus den USA auch bekommen, um die Wirtschaft rum, um die Einkäufe und so weiter und so fort, das haben wir ja gehabt, dann sollte das Ganze auch schon passen. Wie schon gesagt, das Ganze sieht ordentlich aus. Die Weltwirtschaft ist, äh, sagen wir mal, in einem Besserungsmodus. Wir sehen auch von den Fluggesellschaften. Dass dort auch die Erwartungen größer werden, dass man mit den steigenden Impfungen auch dort wieder reingeht und mehr fliegen wird beispielsweise. Wir sehen, dass bei den Flugzeugproduzenten Airbus und Boeing dort steigen, die Verkäufe auch wieder an. Also das sind alles wirklich Dinge, wo wirtschaftliche Erholung auch Fußen und das Ganze braucht man, um die Wirtschaft gut einzuschätzen, um Szenarien zu machen und wenn dann uns der Markt auch noch den Gefallen tut und das Ganze spielt, Geist besser kann es nicht gehen also man muss hier nur eins und eins zusammenzählen wer das übrigens ähm, nicht immer nachhaltig kann oder wem hier so sage ich mal grundsätzliche äh, gedanken ähm, Fäden, fehlen ja das kann man lernen dafür bilde ich auch aus die nächste ausbildung die ich mache ich mache das ja nicht so oft weil ich eher trader bin äh, und es lieber eher äh, die märkte zu handeln als hier ähm, mein geld mit den klassischen ausbildungen zu verdienen ich mache ab und zu Ausbildung. Äh, wer da Interesse hat, die nächste Ausbildung findet am 8. und 9. Mai statt. Einfach mal auf mich zukommen. Ähm, dann gibt es die Konditionen. Also, an dieser Stelle sage ich ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Wer noch nicht aufs Like-Knöpfchen gedrückt hat, jetzt tun. Immer schön bis zum Ende dabei bleiben. Man sieht, die wichtigen Dinge kommen meistens zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss hier und heute. Der Blick in die Nasdaq. Ich freue mich drauf. Ich wünsche allen erfolgreiche äh, Trades. Und bis morgen früh. Live um 8.30 Uhr hier exklusiv bei Tickme. Es wird sich lohnen. Und ich sage mal, tschüss. Bis morgen früh. Allen gute Trades. Planen Sie den Trade und traden Sie den Plan. Also, bye bye und tschüss.